Hi, ich bin Leo und im heutigen Video geht es um Equipment reinigen bzw. pflegen. Viel Spaß! Kurz vorweg, ich werde in diesem Video nur über die Glaspflege reden. Sensor reinigen ist nochmal ein anderes Thema. Das ist ein bisschen komplexer, da muss man mehr aufpassen. In diesem Video geht es nur um das Reinigen von Optiken bzw. gegebenenfalls auch dem Spiegel in eurer DSLR. Fangen wir an mit dem Thema, warum soll ich überhaupt mein Equipment reinigen? Naja, das ist wie mit vielem im Leben, wenn man etwas pflegt, dann hält es länger. Außerdem ist die Qualität der Bilder einfach besser, wenn ihr eine frisch geputzte Optik habt, als im Vergleich dazu eine Optik, die total dreckig ist. Zusammenfassend kriegt man mehr und längere Leistung aus seinen Produkten, wenn man sich gut um sie kümmert. Mein Equipment hat einen relativ harten Alltag. Wird viel rumgeworfen, die Kameras, die fallen auch mal aus den Rigs runter, laufen durch viele Hände und da kommen natürlich Abdrücke drauf. Deswegen reinige ich eigentlich nach jedem Shoot, zumindest jedem Outdoor-Shoot, einmal mein komplettes Equipment durch, was ich benutzt habe, was einfach dafür sorgt, dass es besser funktioniert. Aber was braucht ihr dafür? Solche Kits gibt es für 10 bis 20 Euro auf Amazon. Da drin enthalten sind ein Reinigungsspray, eine Handvoll Reinigungstücher, dieses komische Papier, das ich irgendwie nicht verstehe und nie benutze, ein Reinigungsstift, der auf der einen Seite zwei Polster besitzt, auf der anderen Seite einen Pinsel, ein weiterer Pinsel und das bekannteste, der sogenannte Rocket Blower. Wie reinige ich das Ganze jetzt? Ich habe bei mir zwei Arten der Reinigung. Einmal die grobe Onset-Reinigung. Da nehme ich einfach immer diesen Reinigungsstift mit. Mit dem kann ich zuerst ein bisschen Dreck mit dem Pinsel entfernen und dann die Fettabdrucke einfach mit diesem kleinen Reinigungspolster wegmachen. Der zweite ist mein großer, den ich ja wie gesagt nach jedem Drehtag mache. Hierfür blase ich die Optik erst einmal staubfrei mit, falls dann noch Dreck drauf ist, gehe ich mit dem Pinsel kurz drüber, dann kommt ein bisschen Spray auf ein Reinigungstuch und die Optik wird so gereinigt. Damit erreicht ihr aber nicht alles, und zwar die Ränder der Optiken sind häufig etwas abgekantet, das heißt, ihr kommt da nicht richtig gut hin mit eurem Reinigungstuch. Dafür könnt ihr einfach so ein Ohrenstäbchen nehmen, einmal noch darum gehen und eure Optik ist wie neu. Das Ganze dauert ungefähr 5 Minuten, wenn ich das für eine Handvoll Optiken mache, plus einmal die Kameras abwische. Also echt keine Arbeit, und dafür, dass ich ein schärferes Bild habe und mein Equipment länger benutzen kann, ist es das doch allemal wert. Aber das war's auch schon für dieses Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr mehr Content von mir sehen wollt, abonniert mich. Ansonsten lasst einen Like da und bleibt fresh. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dem Rocket Blablabla.